Und wenn Handel gut gestaltet ist, dann profitieren zwei Partner davon. Aber wenn Handel passiert zwischen zwei Kontinenten, wo der eine Kontinent hohe soziale Bestimmungen hat, hohe Umweltstandards hat, hohe Konsumentenschutzrichtlinien hat und deswegen teurer produziert als der andere Partner, dann können wir da nicht mit. Die Betriebsgrößen in den USA sind völlig anders. Die Menschen sind sozial weniger abgesichert. Die Umweltschutzauflagen gibt es nicht so wie hier. Und deswegen wäre es ein unfairer Handel. Und deswegen habe ich gesagt, ich will, dass die Österreicher in einer Volksabstimmung über TTIP entscheiden. Ich werde das nicht unterschreiben. Da bin ich Schutzherr für Österreich und Österreich verpflichtet. Und sonst niemanden. Sonst überhaupt niemanden.